Also, dass wir in Sachsen-Anhalt tolle alte historische Gebäude haben, das hat sich sogar bis ins amerikanische Charleston rumgesprochen. Da sind Studenten zurzeit bei uns zu Gast und sanieren gemeinsam ein altes Schloss. Und das ging los in Hundesburg und dort begann quasi heute eine deutsch, im Sinne von Rainer Haseloff, amerikanische Freundschaft. Liebe Freunde und Familie, ich bin gut in Deutschland angekommen. Das Schloss ist wunderschön und erst der Garten. Alle sind sehr gespannt auf meine Arbeit in den nächsten 8 Wochen. Ein bisschen hat sie noch mit der Zeitverschiebung zu kämpfen. Vor 2 Tagen ist Emily hier auf Schloss Hundesburg eingetroffen. Gerade hat sie in den USA ein Kunststudium abgeschlossen. Jede Ecke hier ist eine Entdeckung für die junge Restauratorin. Für sie eine einzigartige Gelegenheit. Ich habe das zwar 4 Jahre lang studiert, aber diese alten Bauten aus dem 11. Jahrhundert, die gibt's in Amerika nicht. Allein in diesem Schloss findet man einen Mix aus Mittelalter, Renaissance und Barock. Es verbindet also wirklich alles, was ich im Studium über Architekturgeschichte gelernt habe. So it really combines everything I've learned within my architectural history classes. In Amerika hat es ihre Hochschule bis in die Morning Show gebracht. Ein ehemaliges Gefängnis aus dem 18. Jahrhundert dient als Campus. Hier in Charleston in South Carolina hat Emily alles über traditionelles Kunsthandwerk gelernt. Anwenden kann sie ihr Wissen nun erstmals hier im alten Barockschloss in Hundesburg bei Haldensleben. Als Jahrgangsbeste bekam Emily dieses Praktikum geschenkt. Architektur wie diese kennt sie bisher nur aus Vorlesungen und Büchern. Es ist wunderschön. Solche Deckengemälde findest du in Amerika nicht. In Deutschland gibt es viel mehr Stilformen als bei uns. Man arbeitet hier nicht nur mit Stuck, es gibt auch diese Farben, vergoldete Muster. Sowas sieht man nicht jeden Tag, nicht mal in anderen Ländern. Ich würde sagen, der beste Ort, um solche filigranen Stuckarbeiten zu sehen, ist hier in Deutschland. Für die Region ist Emilys Besuch ein Segen. Als die Stadt Haldensleben das alte Schloss einst von der Treuhand kaufte, war hier nicht viel mehr als eine Ruine. Noch immer gibt es jede Menge zu tun und so entstand die Idee einer Partnerschaft mit der amerikanischen Kunsthochschule. Emily ist natürlich von der Ausbildung her ideal dafür geeignet, hier in diesem Bauabschnitt mitwirken zu können. Das heißt, sie ist ja als Stuckateurin ausgebildet worden und das ist nun gerade auch der Part, der hier notwendig ist, um jetzt bestimmte Gestaltungselemente zum Beispiel an den Pilastern fertigen zu können. Es wartet also viel Arbeit auf Emily. Ab morgen kann sie hier in Hundesburg beweisen, was sie in Amerika gelernt hat.